Mit Anton Kellberg an der Spitze, aber ohne den angeschlagenen Timo Boll tritt Borussia Düsseldorf zum Spitzenspiel in der Bundesliga an. Nur 3 Tage nach dem bärenstarken Sieg in der Champions League heißt es Spitzenspiel gegen Ochsenhausen in der Bundesliga. Die Borussia ohne Boll wegen Rückenproblem, Ochsenhausen ohne Weltklassespieler Hugo Calderano. Trotzdem war es ein klasse Spiel. Zunächst Anton Kellberg für die Borussia am Tisch. Kellberg ja in einer Weltklasseform. Den ersten Satz, den verlor er klar, aber danach steigerte er sich immer mehr. Anton Kellberg teilweise im Glück, wie bei dem Kantenball eben, aber auf Dauer schlicht und einfach der bessere Mann. Der 3. Satz war richtig knapp, den holt sich aber Kellberg. Im 4. Kellberg dann klar der bessere Mann. Problemlos siegt er die Borussia 1-0 vorne. Dann Christian Carlsson gegen Simon Gussy, Franzose Nummer 20 der Welt. Carlsson mit dem besseren Start, aber nicht zum ersten Mal. Carlsson danach mit Problemen, vor allem in den entscheidenden Momenten. Hier hat er Satzball, den nutzt er nicht. Und kurz später ist Satz 1 futsch und die Laune bei Carlsson im Eimer. Pfeffert den Schläger auf den Tisch, verlor am Ende glatt in 3 Sätzen. 1-1, alles ausgeglichen. Danach Ricardo Walter im Champions-League-Finale ohne Einsatz. Jetzt für die Borussia wieder am Tisch. Und mit frischen Kräften gelang ihm ein klasse Auftritt. Der 1. Satz, der war eng. Walter holte ihn sich aber mit 13-11. Und danach Ricardo Walter vor allem bei den langen Rallyes. Wie hier der erfolgreichere, der bessere Spieler. Holte sich auch die Sätze 2 und 3. Spielte gut, souverän. Und der Matchball, einer der spektakulärsten Punkte bei dem Duell dieser beiden Spieler. Ging es nochmal ordentlich zur Sache. Wieder mit dem besseren Ende für Ricardo Walter. Glatter 3-0-Sieg für ihn, die Borussia 2-1 vorne. Dann wieder Anton Kellberg. Ungeschlagen geblieben in der Champions League gegen Simon Gossi und Kellberg wie eine Maschine. Gut bei den Schupfbällen. Die Angriffsschläge saßen auch, nahmen die Bälle einfach unglaublich früh. Das ist ja ein Teil seines Erfolgsrezepts. Auch hier einfach der Hammer. Anton Kellberg spielt aktuell wie ein Top-10-Spieler. Kellberg in einer Wahnsinnsform in den ersten beiden Sätzen erteilte er Gossi. Wie gesagt, einem richtig klasse Spieler, jeweils Lehrstunden. Erst der 3. Satz war dann ein Krimi. Dort wehrte Kellberg 5 Satzbälle ab, nutzte seinen 2. zum entscheidenden Sieg. Ich glaube, die letzten Wochen haben wir gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft sind und dass wir zusammenhalten. Das sagt man öfters mal, aber ich glaube, jetzt haben wir das wirklich gezeigt. Und es hat tierisch Spaß gemacht, weil das ist auch immer wichtig, wenn man das hat in der Mannschaft. Und jetzt kommt erstmal ein bisschen Leere, erstmal ein bisschen Erholung und dann greifen wir wieder an. Was für ein Jahr für Borussia Düsseldorf. Der Abschluss top. Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut. Jetzt kann sich Europas beste Mannschaft entspannt unter den Tannenbaum setzen, den Champions-League-Titel nachträglich noch so richtig feiern.